Freunde, willkommen zurück zu Zombie Night Terror Hideout of Sword. Heute in dieser Folge. Scheint mir als Sekunden. Oh, ist das irgendwie so ein Drogenhandel oder so? Miguel, oh ja, die wollen alle Geld zurück. Nein, der verkauft wahrscheinlich schlechte Ware. Ja. Den müssen wir kriegen irgendwie. Höchstwahrscheinlich in diesem Level. Ich bin gespannt, wie wir das hinkriegen. Die haben hier so eine blöde Öffnung, was mich ja schon jetzt abfuckt. Und ja, töte alle Schützen ist unser Ziel heute. Wir können leider nicht zurückspulen. Das ist mir nämlich heute Nacht irgendwie so im Schlaf fast eingefallen, ob wir mal vielleicht zurückspulen können. So, dann haben wir mal hier einmal das Zeug. Wartet mal. Wir können auch Space drücken. Wir haben jetzt hier zwei Spritzen. Ich weiß nicht, ob die das merken. Ich versuche mal den hier an. Touchen. Und den hier. Bleibt doch nicht immer so. Nein, das hat leider nicht funktioniert. Das hat auch nicht funktioniert. What the fuck? Wieso sind die denn nicht explodiert? Nicht so wirklich. Das fuckt mich jetzt ein bisschen ab. Was soll das denn? Ja, müssen wir jetzt mal gucken, dass wir den Wichser mal wegkriegen, ey. Der mit seiner fucking Schrotflinte. So, jetzt müssen wir mal gucken. Stopp, den müssen wir mal zurückschicken. Weil wenn die jetzt hier hinkommen, werden die hier erschossen. Das wollen wir natürlich nicht. So. Dann müssen die mal hier hoch. Alles klar. Den können wir dann jetzt auflösen. Dann kriegen wir der DNA. Hier wollen wir nicht hin, weil der ist hier eh gesaved. Das heißt, wir müssen hier nach links, nach rechts. Schon ein bisschen Schwierigkeiten da. So, dann geht's hier runter. Hoffentlich. Ohne dass der. Ah, ja, alle runter bitte. Alle runter bitte. Ja, komm schon. Scheiße, wir sind zu wenige. Das ist richtig beschissen irgendwie, ne? Aber hier sind nochmal Spritzen. Ah, die hätten wir natürlich auch mal. Oh Mann, das ist jetzt ein bisschen blöd, ehrlich gesagt. Müssen wir gucken, dass wir hier irgendwie nach unten kommen. Warte mal. Shit. Jetzt alle tot. Okay, die sind Zombies. Die gehen jetzt allerdings in die falsche Richtung, aber hier ist nichts los. Alles klar, gut. Cool, dann können wir ein bisschen vorspulen. Gehen die hier gleich nach unten, nach links. Da ist einer, der schießt. Könnt euch, guckt euch den an. Ah, nee, verdammt. Nein, so ein Mist. Jetzt gehen die nicht alle hin. Geil, den haben wir erwischt, Wird er zum Zombie? Ja, er wird zum Zombie. Nice. Dann lassen wir die erstmal hier oben nach links und rechts gehen. Spulen ein bisschen vor. Wir haben jetzt einigermaßen einige Zombies. Ist ja schon mal gut. Könnt ihr mal kurz gucken, wo Miguel ist? Hier hinten ist Miguel. Alles klar, das ist noch ein weiter Weg. Und hier sind sehr, sehr viele bewaffnete Wichser. Hier, den können wir vergessen. Hier müssen wir die natürlich hochschicken. Das war jetzt ein bisschen Fail von mir. So, dann gehen wir hier hoch. Die Tür können wir kaputt machen. Hier ist eine Kamera. Hier sind nochmal zwei Türen, die können wir kaputt hauen. Hier fallen wir automatisch runter. Hier ist eine Bombe. Und die Tür kriegen wir auf. Ach so, die Tür wird gesperrt, wenn wir uns hier blicken lassen von der Kamera. Alles klar, gut. Dann können wir jetzt mal hochgehen. Die Frau, wenn jetzt hier natürlich Panik kriegt, wird die wahrscheinlich hier die Steuerung aktivieren. Seht ihr? Genau das meine ich. So. Scheiße. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie hier klarkommen. Verdammt. Nein, wir brauchen Explosionen brauchen wir. Nice, nein, jetzt ist die Tür aber zu hier unten. Ah, ist das blöd. Aber da kriegen wir jetzt kein DNA mehr hier. Weil hier hätten wir mal einen infizieren können. Und dann hätten wir das Problem lösen können. Aber nein. Wir haben noch hier so eine Spritze sogar. Nice. Wir müssen mal gucken, dass der nicht hinguckt. Ja, komm schon. Komm. Beiß ihn. Nein. Jetzt kriegt er eine Pistole noch in die Hand. Das ist ja
für richtig mies. Wie mies ist das denn bitte? Oh Mann, das war ja voller Fail. Das fuckt mich jetzt ein bisschen ab, ey. Haben wir keine Zombies mehr? Vorne haben wir einen Zombie. Der ist selber reingelaufen, geil. Der bleibt hier links. Hat uns den Weg frei gemacht. Für zwei Zombies. Nice, aber zwei ist ein bisschen wenig. Ha, jetzt bin ich mal gespannt, wie wir es hinkriegen. Wow. Okay, die werden jetzt verbrennen. Scheiße, sie sind tot. Aber wir haben es wenigstens geschafft zu dem. Der denkt nur an sein Hemd. Jetzt hat er irgend so eine komische Chemikalie freigesetzt. Wow. Krass, wir haben es aber geschafft. Waffenmeister haben wir nicht geschafft in dieser Folge. In der nächsten Folge geht's dann weiter bei Zombie Night Terror.